Willkommen heute zum Tag des Brennungsschutzes Informatik. Wie ihr schon wisst, haben wir auf dem Plan heute Vormittag zwei Vorlesungen. Die erste jetzt gleich von Fabian Kneißl. Er stellt sich ein bisschen Thema selber vor. Und dann nach einer kurzen Pause, ca. einer halben Stunde, möglicherweise, kommt die Marianne Busch zur IT-Sicherheit. Ja, das man hat natürlich das Vergnügen auf Video aufgenommen werden, das wäre ja nicht hier. Worum es heute Vormittag geht, die erste Stunde des Kaufhaus in der Zukunft, spielen in der Wissenschaft. Ja, spielen kann man auch in der Wissenschaft. Und das möchte ich euch jetzt die nächste Stunde vorstellen. Erstmal das Projekt selber. Was ist es? Es ist ein Forschungsprojekt, gesponsert von der DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, in Hinsicht Labor Science. Und der Name spricht über sich. In dem Team sind nicht nur wir Informatiker, also unter anderem Professor Priel, der im Lehrstuhl für Programmieren und Mathematik sprachen, sondern auch noch die Kunsthistoriker, romanische Philologie, das ist Italienisch und solche Sprachen, dann Zentrum für Sprach- und Informations- und Sprachbearbeitung, das ist Computerlinguistik. Also wenn dann jemand Informatik hier studieren will, könnt ihr das zum Beispiel auch als Nebenfach nehmen. Und noch die IT-Gruppe Geisteswissenschaften, die beschäftigen sich vor allem mit der Serverseite und dass es auch einigermaßen stabil läuft. Genau. Was haben wir für ein Problem bisher in der Kunstgeschichte? Wir haben einmal eine große Menge an Bildern. Also zum einen gibt es ja viele alte Bilder, die bisher schon existieren, aber es gibt auch, kommen jeden Tag neue dazu. Meine Künstler sind ja aktiv und produzieren auch Neues. Und bei denen ist man gerade dran, dass man digitalisiert. Man will die alten Bilder auch für die Nachwelt erhalten. Zum einen kann man es natürlich irgendwo in einem Raum verstecken, wo es möglichst dunkel ist und wo vielleicht nicht so viele Leute Zugriff drauf haben. Aber das Problem ist, dass dann nicht viele Leute das auch sehen und ich werde dann auch sehen, dass es ein schönes Kunstwerk ist. Deshalb müssen wir die einscannen oder abfotografieren und irgendwie archivieren. Und da ist so ein Problem, und zwar, wie findet man dann wieder die Bilder, die man dann digitalisiert hat? Also das Einfachste ist noch, wenn man den Künstler weiß und den Titel von dem Kunstwerk, das kann man schon mal reinschreiben, die Metadaten, vielleicht auch noch das Datum, wann das erzeugt wurde, das Kunstwerk. Vielleicht kann man dann auch noch hinschreiben, wo er es ist, und vielleicht mit dem Künstler verlinken, was der damit gemeint hat. Aber dann wird es schon wieder schwierig. Was schreibt man noch alles dazu? Deshalb braucht man hier eine Erschließung. Bisher macht man das oft so, dass Experten die Kunstwerke verschlagworten. Also man setzt einen Experten vor einen Bildschirm, der kriegt dann immer ein Bild angezeigt und dann gibt er dafür verschiedene Schlagworte ein. Zum Beispiel sagt er, ja, das ist ein impressionistisches Bild oder das bezieht sich auf die Vanitas-Gedanken, Vergänglichkeit. Was da das Problem ist, dass es aufwendig und teuer ist. Das heißt, die Experten müssen bezahlt werden und ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, wenn man die ganze Zeit sich irgendwelche Schlagworte begeben muss. Kann sein, dass es auch eine etwas eingeschränkte oder spezielle Sichtweise ist auf das Ganze. Also Experten werden zum Beispiel mehr solche Tags, wie ich gerade vorher genannt habe, vergeben und werden vielleicht nicht so oft sagen, ja, das ist ein dunkles Bild oder ja, hier ist es total rot oder da ist ein Baum zu sehen. Die werden sich hier so auf das Hintergründige wahrscheinlich spezialisieren. Und was noch hinzuspielt, ist eine fehlende Validierung. Man könnte natürlich sagen, das braucht man bei Experten nicht, die wissen, was sie sagen. Aber wenn mehrere Spieler gleichzeitig das Gleiche sagen würden oder mehrere Leute, dann würde ich vermuten, dass es einen höheren Akzeptierungsgrad hat. Was machen wir jetzt? Wir haben uns ein Spiel überlegt, das nennt sich Artigo. Dann werde ich gleich mal ins Team dazu kommen. Nächste. Genau. Da haben wir es. Ihr könnt es auch selber ausprobieren, also jetzt in der Pause, wenn zum Beispiel, wenn ihr Laptop habt, artigo.org, steht auch, also das Org haben wir mal weggelassen, damit ihr vielleicht selber mal googeln könnt. Und da will ich jetzt mit euch gemeinsam spielen.
funktioniert so, wir sehen ein Bild und ihr ruft mir irgendwelche Assoziationen dazu zu, was ihr zu dem Bild empfindet. Oder was da abgebildet ist, oder was man sonst noch sehen. Okay? Auf los geht's los. Fragen. Erste, auf geht's. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Nächste. Das ist das Symbol. Was ist das? Lästig. Na? Bücher. Bücher. Ja, dann haben wir schon den ersten Treffer. Nächste. Einmal. Den Titel und den Ort und die Datierung, was wir vorher auch schon genannt hatten, die
anderen Metadaten, wie wir sie nennen. Und dann ist die Frage, warum machen die Spieler das? Warum haben wir das gemacht? Weil ich hier vorne stehe, ich gehe so. Manche wollen der Wissenschaft helfen. Das ist eine ganz schöne Motivation, wollen wir mal sagen. Manche super verbessern, weil sie vielleicht auch selber nutzen. Es gibt zum Beispiel also der Professor für Kunstgeschichte, der auch im Projekt involviert ist, der muss natürlich auch in den Vorlesungen oft irgendwelche Bilder zeigen. Und die sucht er sich auch da heraus. Also der nutzt selber die Funktion und spielt dann auch deswegen. Natürlich auch, weil er ein Projekt ist. Aber, auch um die Suche zu verbessern. Sein Interesse gilt natürlich auch der Kunst. Aber es gibt auch viele Menschen, die kunstinteressiert sind und nicht vielleicht jedes Mal in ein Museum gehen wollen, sondern auch mal von zu Hause aus schauen. Und nicht nur die Kunst hat Interesse am Projekt, sondern auch Google zum Beispiel. Google besucht unsere Seiten und dadurch kommen auch immer wieder Leute drauf und sehen ein bestimmtes Bild, das bei Schlagworten auftaucht. Also wenn zum Beispiel bei uns Schlagwort irgendwas ganz Abgefahrenes vergeben ist, dann führt die Suche in Google auch zu uns. Das ist auch ganz cool eigentlich. Was man sonst noch sagen kann, Nutzer verbringen sowieso ihre Zeit online und warum soll sie sich auch sinnvoll online verbringen? Es gibt eine Highscore-Liste, wo man in die Top 5 kommen kann. Und nicht zuletzt Spiele lernen was dabei. Deshalb, es könnte vielleicht auch interessant sein, einmal für einen Projekttag oder so, wenn ihr einen Lehrer habt, der das unterstützt, fragt ihn einfach mal. Also von uns kann auch ein Wissenschaftler zu euch kommen und das Spiel vorstellen in der Schule, in einem Rahmen von Projekttag oder so. Und das war erstmal so das Spiel, Aktivo. Wie das jetzt ganze wissenschaftlich ein bisschen zusammenhängt. Es gibt so ein paar Begriffe, die immer wieder damit fallen. Games for the Purpose, Crowdsourcing, Social Tagging, das ist Human Computation. Das sind also Begriffe, die ein bisschen damit zusammenhängen und die wird jetzt mal noch ein bisschen deutlicher. Einmal Games for the Purpose. Was wir haben, ist ein Spiel von Louis von Kahn, der hat sich das ausgedacht, dass man da wirklich Spieler dazu verwenden kann, die Bildersuche zu verbessern, und zwar bei Google in diesem Fall. Ist inzwischen nicht mehr online, die haben das irgendwann abgeschaltet. Es gab zwei, drei Probleme damit, die ich auch gleich noch erläutern werde. Funktioniert im Prinzip genauso wie unseres. Also wahrscheinlich nicht von uns oder nicht von jedem Profis. Man kriegt auch Punkte dafür, dass man das gleiche Wort eingibt. Nur hier haben sie noch eine Liste von Off-Limits-Wörtern, also von sogenannten Tabu-Wörtern. Wenn der Spieler die nennt, dann werden die nicht gezählt. Und außerdem kann er nicht mehrere. Bitte? Achso. Außerdem kann er nicht mehrere Begriffe gleichzeitig validieren, sondern immer nur eins. Also sobald zwei Spieler einmal das gleiche eingeben, wird zum nächsten Bild geschaltet. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Was wir da an den Texten herausgefunden haben, ist, dass es auch recht Oberfläche-Texte sind. So wie bei uns auch, also ihr habt jetzt ein bisschen bessere genannt, aber bei so guten Schülern muss man es ja auch erwarten. Meistens werden Farben oder was auch abgebildet ist genannt. Und das ist auch bei diesen Bildern so, was vielleicht für die Bildersuche auch ganz gut ist. Allerdings kann man, also ein Team von Wissenschaftlern hat zum Beispiel versucht, aus diesen Off-Limits-Wörtern in einer Liste nachzuschauen, was hängt mit diesen Begriffen zusammen, was sind Synonyme oder so dazu. Und haben da einen Bot gebaut, das ist ein Computerprogramm, das hier spielt, und konnten damit ziemlich gut ihre Begriffe eingeben und auch ziemlich viele, sehr hohe Punktzahl erreicht. Da sieht man, dass man als Mensch auch dazu tendiert, wenn man schon Begriffe sieht, dass man Synonyme dazu eingibt. Deshalb haben wir das zum Beispiel nicht gemacht. Ein Begriff. Dann nochmal zu den Games with a Purpose. Im Prinzip ist es Spielen statt Arbeiten,
Spaß daran haben, Wettkampf, Generierung sinnvoller Daten, das ist auch sehr wichtig, und dass man die Belohnung kriegt. Und da gibt es nicht nur diese Seite, die ich gerade vorgestellt habe, es gibt auch ein, also wir fahren sind viele, zum Beispiel Folded, das hat man vielleicht schon in den Medien mal gehört, das ist ein Spiel, da falten Benutzer irgendwelche Proteine, also erstmal was ganz abgefahren. Also kein Mensch weiß, wie man Proteine faltet, außer wenn man sich damit mehr beschäftigt. Allerdings haben wir es so in ein Spiel verpackt, dass das jeder Spieler machen kann. Und wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, da gibt es ein Tutorial, dann bekommt man das gezeigt, wo da die Probleme mit einem Protein, das man selber gefaltet hat, und wie man das verbessern kann. Und so versuchen wir auch Probleme zu lösen, die wirklich die Medizin aktuell beschäftigen, und schaffen das auch. Dann kommen wir zu Crowdsourcing. Im Prinzip ja schon, wir versuchen, die Intelligenz der Menschen auszunutzen. Gab es nicht nur im Computerzeitalter, gab es auch schon viel früher. Crowdsourcing ist alles, wo die Menschen zusammen irgendeinen Wert kreieren. Du kannst als Arbeitsteilung sehen von einer Vielzahl an Arbeitern mit praktisch unbegrenzten Ressourcen, wenn man jetzt die ganze Menschheit will. Und es gibt auch noch zwei Faktoren von Motivation, extrinsischer und intrinsischer. Heißt, bei dem einen Mal bekommt man was dafür, also zum Beispiel Geld, oder hat selber einen Vorteil davon. Bei anderen macht man es dann selber, wenn man selber also aus eigenem Willen, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Social Tagging ist jetzt ganz speziell auf unser Spiel gerichtet. Da vergeben dann viele Nutzer gemeinsam Schlagworte. Daraus entsteht dann die Tag-Cloud, die ich vorher schon angesprochen habe, oder irgendwie die Volksonomien. Volksonomien heißt, dass es keine richtige Kategorie, Kategorisierung ist, sondern dass es eine vom Nutzer geschaffene Kategorisierung ist. Bei Experten zum Beispiel, die vergeben ihre Schlagworte oft nach einem bestimmten Kategoriensystem. Die haben dann zum Beispiel einmal die Epoche als Kategorie, da ist dann Impressionismus und so weiter alle aufgelistet. Und dann haben sie vielleicht noch ihre Farbmuster, ob das jetzt irgendwie eher düster ist oder so. Und wir versuchen, solche Volksonomien von den Nutzern erstellen zu lassen. Dadurch, dass ihr irgendwelche Schlagwörter vergibt und die dann zusammengebaut werden. Delicious hat das auch, oder macht das auch, solche Volksonomien und solche Tag-Clouds auch. Falls ich die schon mal gesehen habe, das ist so eine Online-Bookmarking-Webseite, wo man seine Bookmarks speichern kann und auch mit anderen Nutzern teilen. Unser Spiel, das ist online schon seit längerer Zeit. Inzwischen haben wir auch schon 4 Millionen Tags gesammelt, darunter 0,8 Millionen verifizierte, also ungefähr 20% sind validiert, was schon ganz gut ist. Wir haben 32.000 Bilder in der Datenbank und jetzt im letzten, ja, vorletzten Monat haben die Spieler ungefähr, also die Spieler, die auf der Plattform gegeben sind, haben eigentlich alle die 5 Runden gespielt und durch die Hälfte. Und das ist halt schon relativ gut. Und damit wächst auch die Anzahl der Schlagworte. Inzwischen haben wir jetzt 27 Schlagworte pro Bild, was schon recht gut ist. Wenn wir das den Experten überlassen würden, dann heißt das, dass der 78 Stunden pro Monat arbeiten würde und alle 15 Sekunden einen Tag vergeben. Mal schon. Bis jeden Monat. Ohne Unterbrechung. Hier haben wir noch die Gegenüberstellung von klassischen und sozialen Tagging. Ein paar Attribute, die ich letztens auch genannt habe. Die Tag-Verifikation. Bei den Experten ist es keine, uns bei Artigo durch die Mehrfachnennung. Perspektiven hat man durch die Verspieltheit der Nutzer auch mehrere. Wichtigkeit der Tags. Kann man erfassen durch Mehrfachnennung bei uns.
Und bei den Experten, die müssten dann selber nochmal in dem Feld angeben, wir haben dieses Tagge besonders wichtig. Das Vokabular hingegen ist beim Experten kontrolliert, was natürlich auch ein Vorteil sein kann. Also von uns, bei Artikel, da werden wahrscheinlich weniger Tags, weniger Leute Impressionismus oder irgendwelche Epochen eingeben. Dafür kann man auch halt bei uns nach irgendwelchen Farben oder nach Buch oder so suchen auch und findet auch was. Bei den Synonymen und Homonymen, also ähnliche Wörter oder Wörter, die das gleiche bedeuten, ist es auch kontrollierbar bei den Experten und bei uns nicht. Wir können allerdings, oder wir versuchen auch, Algorithmen anzuwenden, um daraus irgendwie Synonyme herauszubilden. Wenn man zum Beispiel, wenn man unter mehreren Bildern hat, das Buch und Bücher immer zusammen eingegeben hat, gemeint werden, könnte man sagen, dass Synonyme sind, was vielleicht aber auch nicht stimmt, wenn man jetzt in manchen Büchern, in manchen Kunstwerken nur Bücher getaggt hat und nicht Buch, dann kann man sagen, das hängt jetzt nicht so zumindest damit. Was man natürlich auch sehen kann, dass Plural oder Singular ist ein bisschen schwierig, ein Wald, oder ein Baum macht noch kein Wald, dann sieht man es auch ganz gut. Es gibt ein paar Erweiterungen, einmal das Carino-Spiel, dann ein Blog und wir haben auch inzwischen Museen eingebunden. Da sind einige Artikel online, die auch ganz spannend sind. Es gibt auch ein paar Ratespielchen inzwischen. So, ganz gut gemacht. Hier sieht man zum Beispiel von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, die haben uns Bilder gegeben, damit wir die für die verschlagworten. Und dann kriegen sie die Schlagworte zurück und dafür können die Nutzer bei uns auch mit den Kunstwerken spielen. Hier gibt es noch Carino, das ist ein Spiel, was wir auch aus der Motivation entwickelt haben, oder ein Student hat es entwickelt, dass die Tags recht allgemein sind. Das heißt, es ist ein Spiel für spezifischere Tags. Wie das hier abläuft, man hat zwei Rollen. Ein Spieler ist der Beschreiber und einer ist der Rater. Hier sieht man jetzt die Sicht von dem Beschreiber. Man kriegt eine Anweisung, beschreiben Sie das aktuell gewählte Bild. Wenn man da drüber geht, also das würde ich jetzt nicht vor, das lasse ich hier mit Screenshots, dann kann er Schlagworte dazu eingeben. Und der Mitspieler, also zum Beispiel gibt er den Grundriss an bei diesem Bild. Der Mitspieler kann dann irgendwelche Rückfragen stellen, die der Beschreiber beantworten oder bejahen oder verneinen kann. Und der Rater, der wählt das Bild aus. Also er bekommt die Schlagworte des Mitspielers gesagt und dann welches Bild er anklicken soll. Also hier wäre es jetzt nämlich eindeutig das hier, weil sonst keine Behandlung vorkommt oder ich sehe zumindest keine. Und da werden die Bilder jetzt so ausgewählt, dass die recht ähnlich sind. Und deshalb muss der Spieler schon ein bisschen genauere Tags eingeben, ein bisschen genauere Schlagworte, damit der andere es erraten kann. Und somit schaffen wir auch spezifischere Tags. Es gab noch eine Studie, da muss ich jetzt nicht so weiter drauf eingehen. Also hat man grob herausgefunden, dass Artikelspieler gleich auch sind. Zumindest was die Tag-Vergabe angeht und die Kategorisierung. So, das war der Kreislauf in Artikel. Hat jemand dazu kurz Fragen? Ja? Ich sehe das mit den Tags ein bisschen problematisch, wenn ich das, wie wir vorhin in der Nachtreportage machen. Dann kann ich unterschiedliche Begriffe allein zu Nachtreportage schreiben. Ich kann Nachtreportage schreiben, ich kann nachhaltig, ich kann Nullität hinschreiben. Wenn die jetzt ziemlich genannt sind, dann habe ich drei große Tags, die eben das gleiche beschreiben. Wie will man das am besten sortieren? Nämlich, es gibt ja dann noch mehr zu denen, wo man dann alle Synonyme dann hat. Wie will man das unterscheiden? Genau, also es gibt zwei Verfahren im Prinzip. Entweder man zeigt alles an, das ist so, wie wir es bisher machen, oder man filtert Synonyme aus. Also eben, ich habe ja schon vorher ein Verfahren genannt, wie man die Synonyme herausfinden könnte im Artikel. Und wobei wir jetzt bisher der Meinung sind, dass man alle anzeigen sollte. Aus dem Grund, weil also manche Spieler werden vielleicht alle Synonyme hinschreiben, aber viele auch nicht. Und
dadurch bekommen wir manche Spieler, die werden wahrscheinlich eher die deutschen Begriffe verwenden, Nacht oder Nachtheit, das Nacht ist wahrscheinlich das Einfachste. Und daraus bilden sich schon, also meisten, bei den meisten Bildern haben wir jetzt nicht so viele Synonyme drin, also die meistgenannten, die sind nicht so. Wieso kriege ich für Komplementärfarben so viel mehr Punkte als für die anderen? Das Punktesystem bisher ist so, dass man für Schlagworte, die bisher noch nie eingegeben wurden, kriegt man keinen Punkt, weil wir nicht wissen, ob das richtig ist oder falsch ist. Wenn das Schlagwort schon mal eingegeben wurde, also mindestens einmal von einem anderen Spieler zu dem gleichen Bild, dann sagen wir, okay, du kriegst 5 Punkte. Und wenn das der gleiche Spieler eingibt, also der Spieler, der irgendwo im Internet sitzt und genau das gleiche Bild bekommt, dann, und der das gleiche Schlagwort liefert, dann kriegt man 25 Punkte. Das ist so die Bepunktung dahinter. Man könnte sich auch andere Sachen überlegen. Könnte zum Beispiel sagen, dass man das anhand von dem Wortvorkommen der Häufigkeit bestimmt. Die seltenen Worte im Punkt gibt man höher, damit man die Wörter, die wichtiger sind oder seltener, dass man die ein bisschen verstärkt erfordert. Und so kann man halt auch schauen, wie man die Spieler, oder auf was man die Spieler bringt. Man kann zum Beispiel sagen, ja, wenn man spezifischere Tags höher bepunktet, werden die Spieler wahrscheinlich auch spezifischere Tags höher oder öfters eingeben. Wenn wir jetzt im Gegenteil die allgemeineren höher bepunkten würden, dann gibt es auch mehr allgemeinere Punkte. Noch Fragen zu irgendwie? Ja? Wenn ich jetzt Artico für die Suche benutze und jetzt zum Beispiel eine Arbeit oder sonst was über Bücher schreibe und ich den Begriff Buch eingebe, dann kann es passieren, dass ich wahnsinnig viele Bilder bekomme, die mir einfach mit irgendwo einzelne Buch umliegt, aber nicht wichtig in dem Sinne an sich, sondern ich suche, wo das Buch Kernelement des Bildes ist. Das kann dann bedeuten, dass ich dann letztendlich wahnsinnig viele Ergebnisse habe, die mir nichts nützen. Und hier will man das qualitativ unterscheiden. Ob das Buch zum Beispiel wichtig ist oder unwichtig ist, aber trotzdem gilt relevant ist. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also Wichtigkeit von uns aus kann so unterschieden werden, ob es oft genannt ist oder nicht. Und die Bilder werden auch so gerankt, dass die, wo Buch häufiger genannt ist, als erstes angezeigt werden. Aber wir können natürlich nicht sagen, in diesem Bild ist Buch jetzt besonders wichtig oder wichtiger als in einem anderen. Das könnte man jetzt sich ein eigenes Spiel machen. Man könnte sich ein Spiel überlegen, wo zum Beispiel zwei Bilder gleichzeitig gezeigt werden, wobei das gleiche Tag angezeigt wird, also Buch zum Beispiel. Und man soll jetzt sagen, ja, das ist das relevant, oder bei dem Bild ist Buch relevanter. Und da könnte man zum Beispiel dann auch die Wichtigkeit herausfinden. Haben wir bisher noch nicht gemacht, aber ist auch eine gute Idee. Dann werde ich noch auf ein anderes Thema eingehen. Metropolitania, das ist auch ein Spiel, ein Game with a Purpose. Das ist nicht ganz so einfach zu greifen für die meisten, deshalb habe ich es mal ein bisschen hinten angestellt. Was man da untersuchen will, sind Unterschiede in der italienischen Sprache. Da gibt es auch Dialekte und irgendwie Mundarten, so ähnlich wie im Deutschen auch. Also Bayerisch gibt es ja auch nicht nur Bayerisch, sondern auch irgendwelche, also die in jeder Stadt spricht man so ein bisschen anders. Und das versuchen wir in dem Projekt mit den Romanisten herauszufinden, wie die Dialekte verteilt sind. Zurzeit ist das im Beta-Test und durch das Metropolitania wollen wir schaffen, eine neue Art von Feldstudien zu implementieren. Bisher sind Feldstudien mühsam und recht teuer, weil da müssen immer Nutzer hingehen oder irgendwelche Wissenschaftler müssen die befragen und bis man dann in dem Ort war, das dauert schon eine Zeit. Und da versuchen wir auch über das Internet eine höhere Rücknahme der Daten zu bekommen. Ein Spiel, das schon seit längerem läuft, ist Argenti Urbani. Bei diesem Spiel geht es darum, man bekommt ein Beispiel von so 20 bis 30 Sekunden
ein Hörbeispiel. Man muss dann erst heraus sagen, ob einem der Dialekt gefällt, ob gut, schlecht oder mittel. Und zum anderen, wo man denkt, dass er herkommt. Bei diesen Daten wissen wir genau, wo sie herkommen. Das heißt, wir können sagen, ja, das ist richtig oder das ist falsch. Wenn ein Spieler dann einmal hier in die Mitte geraten hat, der Rutscher, dann können wir sagen, nee, bei diesem Beispiel stimmt es nicht. Dann hat er noch zwei weitere Versuche. Und im Laufe des Spiels fordern wir den Spieler auch auf, seine eigene Herkunft zu verraten. Dadurch können wir dann sehen, Spieler, die aus dem Süden kommen, denen gefallen die südlichen Akzente oder Dialekte besser. Spieler aus dem Norden mögen vielleicht mehr die aus dem Norden. Das hat eine in der Magisterarbeit herausgefunden, dass es wirklich so ist. Also dass generell werden die südlichen Akzente in Italien als besser gefunden. Aber jede Region nennt auch ihre eigenen Akzente besser. Genau. Und bei diesem Spiel haben wir ein Problem. Und zwar, wir haben eine begrenzte Anzahl von Daten. Wir können natürlich sagen, wir sammeln jetzt weiter Daten. Wir schauen weiter im Internet, wir durchsuchen irgendwelche YouTube-Videos, wo irgendwelche Sprecher mit Dialekten sind. Und schneiden das zusammen, laden das auf den Server, legen dazu an, ja, das kommt dort her. Das Problem ist damit, das ist mühsam. Hier müssen wir die Arbeit machen. Und da sind wir ein bisschen dran, wie kann man das besser machen und wie kann man die Spieler auch selber dazu motivieren, eigene Sprachdateien zum Beispiel hochzuladen. Und man könnte sich vorstellen, irgendein Italiener hockt jetzt vor seinem Laptop und spricht dann selber irgendeine Wortpassage ein und andere Spieler erraten das dann. Was wir natürlich da noch nicht wissen, ist, ob der Spieler wirklich aus einer bestimmten Region kommt. Und da müssen wir dann schauen, dass wir die Mehrheit der Nutzer dazu bekommen, das richtig zu verorten. Und wie wir das machen, ist mit so einer Art Wette. Also hier wird es erstmal mit geschriebenen Sätzen gemacht. Da kann der Nutzer dann eigene geschriebene Sätze eingeben und sagen, woher das kommt. Und er kann sagen, ja, mindestens 70% der Italiener oder der Spieler erraten, dass das genau daher kommt. Und wenn er richtig liegt, also wenn auch 70 oder 80 oder 60% sagen, dass es daher kommt, dann kriegt er viele Punkte dafür und sonst nicht. Und dadurch bauen wir auch so ein Wissen auf mit einem vielfältigen Daten. Mit den Daten haben wir nämlich einmal die Herkunft des Nutzers, hoffentlich, wenn es uns gibt. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir haben den Nutzer selber, wenn er sich registriert zumindest. Wir haben die Bewertung der Aussage, ob er sie gut, mittel oder schlecht findet. Wir haben die Aussage selber und den Ort, wie der verortet ist von den Nutzern. Wobei es da auch, natürlich können natürlich alle sagen, dass es aus dem Süden kommt. Es könnte aber auch sein, dass ein paar sagen, das kommt aus Sizilien und ein paar sagen, das kommt aus Rom. Und dann wird es tatsächlich in beiden Richtungen gesprochen. Das könnte auch sein. Und durch diese Daten können wir dann da gibt es zwei Arten von Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Selbstwahrnehmung ist, wie man selber denkt, dass man, oder wo ein Beispiel gesprochen wird. Die Fremdwahrnehmung ist, andere denken, dass das eigene Beispiel gesprochen ist. Es spielt dort eine ganz große Rolle, dass bei manchen Sachen, da stößt man als Sprecher nicht so sehr auf, aber es kann sein, dass manche Sätze oder so, die man spricht, dass die nur in einer Region, wo man selber auch herkommt, gesprochen werden, aber nicht in anderen Regionen und man selber weiß das aber gar nicht. Also ein bisschen, und andere wissen es aber schon. Also das ist noch viel ausgeprägter als im Deutschen,
Und das entwickelt sich auch viel ausgeprägter. Und deshalb ist die italienische Sprache da auch recht gut geeignet, das herauszufinden. Von den Auswertungsmöglichkeiten her kommt man dann auf eine etwas andere Sicht der Datenanalyse. Da ist mein Kollege, der ein bisschen vor mir angefangen hat zu promovieren, schon ein bisschen weiter. Der hat hier sich einige Ziele gesetzt bei Artigo, was wir da haben. Er will eine personalisierte Suche. Das heißt, Nutzer sollen die Bilder, die besser zu denen passen, eher angezeigt, oder die sie eher sehen wollen, eher angezeigt bekommen als andere. Das kann man jetzt dadurch, oder ich zeige gleich noch ein paar Möglichkeiten, wie man das macht. Man kann versuchen, die Tags zu übersetzen, auch mit so einer Art Synonym-Suche. Man kann gezielt relevante Tags nutzen und man kann versuchen, irgendwie Tags vorzuschlagen. Also indem man bei diesem Bild sagt, ja, da fehlen noch zwei Tags und man die Wahrscheinlichkeit angibt, wie hoch die ist, damit andere Nutzer das auch so sehen würden. Wie man das machen kann, es gibt, also da gehe ich jetzt nicht so tief drauf ein, das wäre eine eigene Vorlesung. Ich weiß nicht, ob ihr mit Matrizen habt ihr wahrscheinlich schon mal was zu tun gehabt. Da gibt es auch noch Tensoren. Kann man sich so vorstellen, dass hier mehrere Matrizen hintereinander sind und das ganz viele. Also hier haben wir jetzt eine Matrix oder einen Tensor, 3 Kreuz 4 Kreuz 2. Das heißt, wir haben 3 Reihen, 4 Spalten und 2 Ebenen. Und das ist die dritte Ebene, also der Tensor hat eben eine dritte Ebene. Was wir hier darstellen, ist einmal die Dokumente, also und dann in der nächsten Spalte die Tags und in den Ebenen die Benutzer. Und das sind jetzt eigentlich dann alle Daten, die Daten, die wir aus Artigo bekommen. Und zwar Dokumente sind unsere Kunstwerke, Tags, die verifizierten Schlagwörter und Benutzer, die wir bisher gegeben haben. Und dann bekommt man auch eine recht große Datenmenge mit einem Tensor. Und bei diesem kann man jetzt einen Verfahren anwenden, das sich Higher Order Single Letter Value Decomposition nennt. SVG, der letzte Teil, den gibt es auch schon für 2 Dimensionen und da funktioniert er auch schon recht gut. Das heißt, dass man herausfinden will, was sind die Hauptkomponenten, die in dieser Matrix eine Rolle spielen, was sind die wichtigsten Daten. Und genau das versucht man dann auch in dieser höheren Dimension dieses Tensors. Also mit dem dazugezogenen Ebene der Benutzer. Und dadurch hoffen wir zu bekommen, auch wieder die wichtigsten Tags für Nutzer und auch die wichtigsten Dokumente. Und wenn wir die bekommen, dann haben wir eine reduzierte Darstellung dadurch. Also dann können wir dann sagen, ja, wir nehmen jetzt nicht das korrekte Ergebnis, dann wir sagen, wir nehmen nur ein ähnliches Ergebnis und dann, wenn wir das wieder zurückprojizieren auf den Tensor, dann bekommen wir eine ähnliche Suchanfrage und auch eine ähnliche Bilder, die Benutzer haben wollen könnten. Und wenn man diese Ähnlichkeit, die kann man da recht gut ausnutzen, dann bekommt man dann ähnliche Dokumente oder Tags oder Benutzer und kann die dann auch vorschlagen. Man kann sagen, ein Benutzer bekommt aus dieser Ähnlichkeitsmatrix wieder Tags und Dokumente gezeigt. Wo es auch sehr ähnlich angewandt ist, ist von Google. Die haben jetzt 2 verschiedene, also die haben eine Matrix. Und zwar unter Dokumente und Tags, also eigentlich genau das gleiche, die haben eine Liste von Dokumenten, das sind die ganzen Artikel, die im Internet zur Verfügung stehen,
haben eine Liste von Tags, das sind die ganzen Worte, die da drin vorkommen oder auch nicht. Und da haben Sie jetzt auch eine riesige Tabelle und die können Sie auch mit so einer Singulärwertsinnigung berechnen und dann dadurch herausfinden, was sind ähnliche Suchanfragen. Man weiß natürlich nicht genau, ob die es wirklich so machen, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, die sicher von denen auch untersucht wird. Oder so. Das sieht man auch in den verbesserten Vorschlägen, die man bekommt, dass das ganz gut funktioniert. Bei unseren Ergebnissen, wir haben das mal auf recht wenigen Daten probiert, 100 Tags, 100 Nutzer, 100 Bilder. Was man jetzt sieht, ist das Precision und Recall. Das sind so zwei Werte, die man messen kann, ob ein Ergebnis gut ist oder nicht. Und ob man die richtigen Bilder herausgefunden hat. Und da sieht man die zwei Verfahren, also einmal Tensor Reduction und einmal LSA. Und LSA ist dieses Standardverfahren und Tensor Reduction ist das, was von uns angewendet wird. Und da sieht man, dass das schon höhere Precision hat, also höhere Präzision, dass mehr Dokumente da als richtig erkannt werden, als bei dem Standardergebnis von LSA. Und das ist aber gut in Arbeit. Da ist auch die Frage, wie kann man es am besten parallelisieren und auf mehreren Rechnern implementieren. Das ist dann auch ein großes Feld. Ja, das war so insgesamt Artigo. Gibt es da noch Fragen oder soll ich auf irgendwas spezieller noch mehr eingehen, was interessant sein könnte für euch? Ja? Werden die erhobenen Daten dann weitergegeben? Also bisher nicht. Aber wir werden die Daten, die von den Museen kommen, auf jeden Fall wieder zu den Museen geben. Und die Bilder, die wir bisher drin haben, die stammen vor allem aus Prometheus. Das sind eine Bildersuchmaschine, die auch hier an der Uni betrieben wird, die in ganz Deutschland ziemlich weit verfolgt gebraucht wird. Und da werden die Tags dann auch wieder zurückgegeben, die validierten. Genau, da versuchen wir auch noch weitere Bilder von denen zu bekommen. Problem ist ein bisschen, dass wir nur Bilder anzeigen dürfen, wo die Künstler schon 70 Jahre tot sind. Deshalb sind es noch nicht so viele aktuelle Bilder drin. Außer wir hätten die Genehmigung von denen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass wir denen kommen. Vor allem bei so vielen Nutzern müsste man wahnsinnig viele Künstler fragen. Genau. Ja. Wie schließt man Datenschutz? Naja, wir haben die Daten halt. Also, wir versuchen schon mal zu achten. Wir geben die auch nicht einfach so weiter. Also, auf jeden Fall, wenn wir Daten weitergeben, dann nur in aggregierter Form. Also, wir werden niemals sagen, dieser Benutzer hat das und das und das und das Bild angegeben. Das dürfen wir nicht. Und wir werden nur die aggregierte Form, zum Beispiel bei diesem Bild, wo wir ein bestimmtes Schlagwort recht oft verwendet. Die Daten werden wir weitergeben, aber die genauen Daten natürlich nicht. Also, man hat da auch keine Angst zu haben, dass irgendwie seine eigene E-Mail-Adresse oder sowas in den Ländern gibt. Ja? Was sagen denn Fachleute dazu? Beschweren die sich nicht, dass da plötzlich Laien ihre Aufgaben übernehmen sollen? Ja, teilweise. Also, unser Kunstgeschichte-Professor ist da schon recht begeistert. Er ist so einer der vorantreibenden Kraft. Der sieht das Potenzial, das das Internet hat und auch das Potenzial der Nutzer. Es gibt aber auch einige, die sagen, diese Kategorisierung, oder Kategorisierung ist jetzt keine Kategorisierung, sondern es sind nur irgendwelche Wischiwaschi-Begriffe, die Nutzer da eingeben und die treffen das vielleicht gar nicht. Allerdings sind wir jetzt auch dabei, so Studien durchzuführen, wie die eine, die ich schon vorher kurz genannt habe. Und daran sieht man auch, dass die Begriffe, die vergeben werden, zwar schon unterschiedlich sind,
Aber wenn in einer Plattform alle möglichen Leute spielen, dann bekommen wir ein viel größeres Bild. Und das ist für die Suche auch eigentlich wichtig, weil bei der Suche kann man sagen, die Leute, die spielen, die suchen auch. Und wenn Spieler und Nutzer die gleichen oder ähnliche Personen sind, ähnliche Personengruppe, dann werden die auch ähnliche oder werden die zu ihren eingegebenen Begriffen wieder das Richtige finden, weil die den gleichen Wortschatz haben. Wenn jetzt nur Experten verschlagworten und irgendwelche normalen Nutzer suchen, dann stimmt das nicht ganz. Dann gibt es irgendwie einen Clash. Wenn natürlich Experten suchen und Experten verschlagworten, dann kann es natürlich sein, dass eine Verschlagwortung im traditionellen Sinn sinnvoller ist. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die in der Bilddokumentation und Bildarchivare, die sind da schon so ein bisschen kritisch gegenüber. Einmal deswegen, weil sie schon einen Schlagwortsatz haben, also sie haben so eine Kategorisierung, wo alles einzeln angegeben ist und die halt auch ziemlich komplex ist, aber es mehr oder weniger damit funktioniert. Allerdings war dann auch wieder der Einwand, bei denen selber haben sie auch herausgefunden, dass manche, oder es sind zwei Abteilungen, die eine mit der Schlagwortbilder und die anderen suchen wieder. Und die, die verschlagworten, die stellen auch teilweise Hilfskräfte ein, die dann vielleicht auch nicht so das Vokabular haben. Und die suchen, finden dann auch nicht immer das. Es ist anscheinend bei denen auch ein bisschen gespalten, ob das jetzige Verfahren bei denen so gut ist. Also sie sind auch interessiert daran, ein neues Verfahren einzubinden. Was die noch ein Problem haben, ist, dass es aktuelle Daten sind. Sie zum Beispiel verwenden nicht Kunstwerke, sondern sie haben Bilder von aktuellen Tagesgeschehen. Und da wollen wir natürlich jetzt gleich wissen, was für ein Bild oder jetzt gleich wissen und nicht erst in einem Monat, wenn die Spieler von Artigo die verschlagwortet haben. Ist ein bisschen. Aber für vergangene Daten könnten Sie sich schon vorstellen, die teilweise auch nicht archiviert sind mit Schlagworten. Und weitere Fragen? Ansonsten, da hinten gibt es jetzt noch zwei Poster, die man auch hier sieht. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem schon ein bisschen beschäftigt habt. Auf den Kopf stellt, schaut es ein bisschen anders aus. Das ist ganz nett, finde ich, ein altes Logo. Auf der einen Seite ein Gesicht, auf der anderen ein Gemüseeintopf. Die zwei Poster, die könnt ihr auch mitnehmen. Also entweder eins oder zwei oder wie auch immer. Und könnt ihr da oben euch nehmen. Genau, dann danke ich euch, dass ihr da wart und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß beim nächsten Video.